Viele Menschen machen den großen Fehler, dass sie in die Vergangenheit zuerst schauen, um zu gucken, ob sie in der Zukunft auch etwas Neues erfolgreich gestalten können. Das Problem ist, wenn sie in der Vergangenheit nicht sehen, dass sie dann den gefährlichen Trugschluss unterliegen, das auch auf die Zukunft zu postulieren. Damit dir das nicht passiert, werde ich dir in diesem Video ein wichtiges Erfolgskennzeichen, eine wichtige Erfolgsressource mitteilen, die dir hilft, auch wenn du in der Vergangenheit nichts erkennst, trotzdem in der Zukunft große Erfolge produzieren zu können. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Gründer und Unternehmer, sondern habe auch mehrere tausend Menschen dabei begleitet, ihre Selbstständigkeit, ihr Unternehmen zu gründen, zu starten und schließlich auch zu verkaufen. Und da durfte ich eine ganze Menge von Biografien erleben und auch Erfolgsprinzipien entdecken. Und eines davon werde ich dir in diesem Video mitteilen. Wenn du Menschen danach befragst, weshalb andere erfolgreich sind und sie selbst es sind oder nicht sind, dann wirst du ganz verschiedene Erklärungsmuster beobachten. Ein häufiges Erklärungsmuster ist, dass zusammenhanglose Zusammenhänge zusammengebracht werden und daraus eine scheinbare Logikkette gebildet wird, weshalb sie nicht erfolgreich sind und andere erfolgreich sind. Das nennen wir Mystizismus. Um das zu verdeutlichen, darf ich dir das Beispiel von Sprachenkompetenz hier abbilden. Es gibt Menschen, die können 2, 3, 4, 5 Sprachen und wenn du andere befragst, weshalb diese Menschen eine gute Sprache oder so viele Sprachen sprechen, dann sagen die anderen Folgendes: der hat halt ein Talent. Und auch für die zweite Person Nummer B, die viele Sportarten sehr gut kann, wirst du ganz unterschiedliche Erklärungsmuster hören. Die meisten Menschen sagen, das ist halt ein Mensch, der hat ein bestimmtes Talent, eine Gabe, Klammer auf, diese Person hat Glück gehabt, aber mir war dieses Glück leider nicht vergönnt, deshalb kann ich diese Sportart nicht so gut. Und auch beim dritten Beispiel ist es ähnlich, bei Person Nummer C, die verschiedene Musikinstrumente spielt und vielleicht selbst doch singt und komponiert. Auch hier werden die meisten Menschen in dem Umfeld von dir vielleicht sagen, ja, diese Person C hat halt ein Musiktalent, die ist besonders begabt, deshalb kann die auch leicht viele Instrumente spielen und ich halt nicht, denn mir war es nicht vergönnt. Was aber Wissenschaftler und auch Spezialisten wie Professor Dr. Manfred Spitzer herausgefunden haben, ist, dass bei allen Menschen die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, die mündliche Anstrengung, um eine erste Sprache zu erlernen, am höchsten ist und bei allen auch hoch ist. Wenn ich dich also frage, wer lernt eine Fremdsprache schneller und leichter? Ist es jemand, der seine zweite Sprache spricht oder seine erste Fremdsprache? Oder wird jemand etwas leichter lernen, wenn er schon 4 oder 5 Sprachen kann? Und die Antwort wirst du wahrscheinlich wissen. Wer schon 4 Sprachen kann, lernt die 5. Sprache leichter mit weniger Anstrengung, als er die erste gelernt hat. Auf der anderen Seite wird die Zeit, die benötigt wird, um etwas Neues zu lernen, immer kürzer. Das heißt, die Lerngeschwindigkeit nimmt immer mehr zu, je mehr Kompetenzen du in einem Segment abgebildet hast. Das bedeutet also, wenn die erste Sprache beim Erlernen vielleicht 1 oder 2 Jahre gedauert hat und die zweite vielleicht nur noch 6 oder 12 Monate, dann kann es sein, dass die dritte, 4. oder 5. vielleicht nur noch einige Monate braucht, um ein gewisses Grundlevel erreicht zu haben. Und das Gleiche lässt sich auch übertragen bei Ballsportarten. Das weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung. Das erste Spiel, das Tischtennisspielen zum Beispiel, ist relativ anstrengend. Denn du musst nicht nur den Schläger halten, du musst mit dem Ball werfen trainieren. Du darfst dann die entsprechende Spielfläche auswendig lernen. Wo darfst du wann, wohin spielen? Die Regeln, die Zählweise, all das gilt es beim ersten Mal zu erlernen. Und das ist viel. Und beim zweiten Mal wird es schon weniger. Und wenn du dann Badminton spielst, geht es schon ein bisschen schneller und Squash spielen noch ein bisschen schneller. Und wenn du dann noch Tennis spielst, weißt du schon so viel, dass du auch hier die Chance hast, dann wesentlich schnellere Ergebnisse zu erzielen als noch beim ersten Ballsportart. Und in meiner Schule durfte ich dasselbe auch in der Musik erleben. Denn unser Leistungskurs Musiklehrer hat darauf bestanden, dass wir alle 6 Monate ein neues Instrument spielen mussten. Das erste war natürlich kompliziert, Klavier. Dann das zweite war ein Bläser. Das dritte war dann ein Streichinstrument. Und das vierte und das fünfte und das sechste ein Schlaginstrument. Und von Instrument zu Instrument wurde das Erlernen immer leichter und das Tempo, das heißt die Geschwindigkeit, immer schneller. Und auch beim Erlernen von Kompetenzen ist mir Ähnliches aufgefallen. Meine ersten Ausbildungen im Bereich Ausbildung und Didaktik und Methodik zum Ausbilden anderer Menschen war relativ kompliziert. Die nächste Führungskraftausbildung war auch noch ein bisschen komplexer, auch noch schwierig anstrengend. Und dann habe ich eine Trainerausbildung gemacht, das war da schon ein bisschen leichter.
Und als ich dann zum Schluss dann eine Coaching-Ausbildung und später eine Mediationsausbildung gemacht habe, hatte ich das Gefühl, ich konnte 90% schon und habe wesentlich schneller gelernt und tatsächlich in der Ausbildung schon selbst einige Ausbildungsinhalte für meine Ausbilder übernommen. Und weshalb ist das so wichtig, weshalb ist das so interessant, dieses Prinzip zu kennen und das zu ersetzen durch diesen Mystizismus, der hat ein Talent und eine Gabe und ich habe sie nicht, mir war es nicht vergönnt und der andere hat Glück gehabt und ich habe Pech. Viel sinnvoller und viel handlungsfähiger wirst du und bleibst natürlich, wenn du weißt, dass alles einen Preis hat. Und die Frage ist, willst du in einer Sache vieles Neues lernen, willst du, dass du kompetenter wirst, dann macht es natürlich Sinn, mehrere Aufgaben, mehrere Kompetenzen hintereinander zu planen und anzugehen und zu wissen, am Anfang ist es schwer, am Anfang dauert es länger, aber mit fortschreitendem Lernerfolg wird es immer leichter und du gehst auch immer schneller den Erfolgsweg. Und das Gleiche gilt natürlich auch bei der Entwicklung von Geschäftsideen. Deine erste Gründung wird schwierig sein. Du darfst erstmal verstehen, was ein Finanzplan ist, wie er aufgebaut ist, was Anfangsinvestitionen sind, was Betriebsmittel im Unterschied und Vergleich zu Investitionen sind, was Fixkosten, Variable, Personalkosten, Kapitaldienstkosten sind. All das ist neu. Und selbst wenn du das weißt, darfst du erstmal real auch verträglich zusammenbringen, dass du eine belastbare Planungsrechnung abbilden kannst, die dann andere auch überzeugt und später vielleicht auch funktioniert. Und nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit ist es eher unwahrscheinlich, dass dein erster Wurf auch gleich der große Wurf wird. Sowas gibt es in der Wirtschaft nicht oder sehr selten. Die meisten erfolgreichen Unternehmer haben erst nach ihrer größten Niederlage auch den größten Erfolg produziert. Und da waren sie meistens schon beim zweiten, dritten, vierten oder fünften Versuch. Die große Frage natürlich, die ich mir auch gestellt habe, die du dir vielleicht auch stellst, wieso ist das so? Wieso funktioniert unser Gehirn so? Und die Antwort ist relativ simpel. Wenn du deine Muskulatur trainierst, dann wird die immer dicker, immer voluminöser, der Durchschnitt, der steigt. Das heißt, du siehst an einem Körper, du siehst bei einem Menschen, ob er fleißig war, ob er trainiert hat, ob er sich gut ernährt hat und auch gut erholt hat. Bei dem Gehirn ist es allerdings so, dass du von außen nicht sofort siehst, ob das Gehirn klein oder groß ist. Denn das Gesamtvolumen bleibt bei unserem Gehirn tatsächlich gleich. Aber hier sind die Wissenschaftler einen wesentlichen Schritt schon vorangegangen, denn sie haben postuliert, dass die Gehirnmasse sich zwar nicht ausdehnen kann aufgrund deines Schädelknochens, aber die Wahrscheinlichkeit haben sie postuliert, dass das Gehirn in sich an Masse zunimmt. Und hierzu lade ich dich ein, die neuesten Forschungen und Untersuchungen auch von Professor Manfred Spitzer veröffentlicht, mal zu erkunden und du wirst feststellen, tatsächlich nimmt die Dichte des Gehirns zu. Du siehst also einem Menschen nicht an, dass er weiser ist, weil er einen größeren Kopf hat. Aber wenn du dir das Gehirn dahinter wiegen würdest, wenn du im MRT dich dort einlegst und die entsprechende Masse und die Dichte dort testest, dann wirst du feststellen, dieses Gehirn von A ist mehr trainiert, wenn er die fünfte Position erreicht hat, als wenn er vielleicht nur die erste Position erreicht hat. Deshalb lade ich dich heute zu einer wesentlichen Entscheidung ein, die die meisten Menschen da draußen nicht bewusst treffen. Viele sagen, dass Erfolg, dass besondere Fähigkeiten, besondere Kompetenzen, herausragendes Expertentum das Resultat von Glück sind oder von Talenten oder beides zusammen. Auf der anderen Seite kannst du aber auch zu einer anderen Entscheidung kommen und sagen, dass besondere Fähigkeiten, besondere Kenntnisse, besonderes Expertentum vielmehr damit zusammenhängen, dass jemand fleißig war, dass jemand systematisch gelernt und sich entwickelt hat, dass diese Person einen Lern- und Entwicklungsplan für sich aufgestellt hat und diesen immer weiter nachgegangen ist. Und klar, wenn jemand 5, 10, 20, 30 Jahre solche Lern- und Entwicklungspläne macht, dann wird er zum Schluss dadurch belohnt, dass er immer mehr, immer schneller lernt. Und deshalb glaube ich, dass jeder Mensch, auch du, ein Experte werden kann, wenn du auch diese Zeit durchhältst, was Experten brauchen, um besonders gut eine Sportart durchzuführen, um besonders gut ein Instrument zu beherrschen, um besonders gut eine Kompetenz zu beherrschen oder besonders gut Unternehmen zu gründen. In der Regel brauchst du 7 bis 10 Jahre, um eine Meisterklasse hineinzukommen. Die entscheidende Frage ist nur, ob du auch schon mal 7 bis 10 Jahre konsequent in ein Gebiet hinein investiert hast, hineingelernt hast, konsequent dich losgesagt hast vom Fernsehen, Netflix und Co. und anderen Ablenkungen, sondern systematisch eine Sprache nach der anderen oder eine Sportart nach der anderen oder eine Kompetenz und Fähigkeit nach der anderen oder ein Unternehmen nach dem anderen gegründet hast. Und wenn du das ganz genau überprüfen willst, dann lade ich dich natürlich zu einer Gehirndichte-Messung ein, bevor du gestartet bist und danach. Das war natürlich ein Spaß, aber tatsächlich ist die Wissenschaft heute so weit, das abzubilden. Bei Mäusen und anderen Tieren wurde das bereits getan.
Die gute Nachricht ist also, dass in deinem Gehirn nicht irgendwann die Speicherplatte voll ist, sondern ganz im Gegenteil. Je mehr drin ist, desto mehr passt rein. Je mehr drin ist, desto schneller lernst du Neues. Und dazu möchte ich dich ermutigen, diese Prinzipien auch anzuwenden auf deine Selbstständigkeit, auf deine Gründung. Ja, die erste Selbstständigkeit, die erste Gründung wird anstrengend und sie dauert lange. Bei der zweiten geht es schneller und du wirst auch weniger Fehler machen. Und schließlich wirst du ein Unternehmer, eine Persönlichkeit sein, die am Markt bestimmte Kundenbedürfnisse, Kundenpotenziale, Intentionen, Leidensdruckthemen erkennt, daraus Lösungen entwickelt, daraus ein fertiges Geschäftsmodell, was rentabel ist, um es dann systematisch im Markt zu platzieren. Das zeichnet einen echten Gründerunternehmer aus, der nicht einmal nur Glück hatte oder zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Und wenn du eine Gemeinschaft suchst von Menschen, die dich auf diesem Weg begleiten und auch diesen Weg schon gegangen sind, dann lade ich dich ein, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir haben ein ganz buntes Team aus Unternehmensberatern, Finanzberatern, Versicherungsmarketing, Rechts- und Steuerberatern, die dich dabei begleiten, dein Vorhaben sicher abzubilden. Deshalb kannst du jetzt gerne ein kostenfreies Erstgespräch buchen, egal in welchem Standort von Deutschland du gründen willst. Gerne lade ich dich aber auch dazu ein, das Video mit Daumen hoch zu liken und unseren Kanal zu abonnieren. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Zukunft, deine Lern- und Entwicklungsstrecken sinnvoll zu planen, zu gestalten, zu gehen, um dann die Früchte als Erfolg zu ernten. Dein Daniel Schäfer.